Und weiter geht es mit schon unserem letzten Slammer für diesen Nachmittag. Du hast gestern gewonnen. Du kommst aus Hannover ursprünglich, bist jetzt an der TU in Berlin im Bereich der Mathematik nochmal. Wie konnte ich das vergessen? Du arbeitest am Zuse-Institut dort, wo wir gestern waren, im Bereich der mathematischen Optimierung, bist dort Doktorand. Du redest im Privaten viel und gerne mit Projektpartnern über Fußball, natürlich nicht während der Arbeit, sondern danach. Das hast du auch nochmal betont, das ist selbstverständlich, ganz klar. Aber dir fiel auf, man kann vielleicht Fußball nutzen, um das zu erklären, was du beruflich tust. Und es geht heute deswegen um Gasnetzwerkoptimierung, die 40-Punkte-Regel im Fußball und ein paar Urlaubsfotos. Herzlich willkommen auf der Bühne, Kai Hoppmann. Ja, hallo, schönen guten Tag, schön, dass so viele hierher gekommen sind. Wie schon gesagt wurde, ich arbeite im Gaslab des Forschungscampus Modal und bei uns geht es um Gasnetzwerkoptimierung. Also sprich, was wir gerade tun für unserem Partner Open Grid Europe, der das größte Gastransportnetz in Europa, Mitteleuropa hat. Da geht es darum, und zwar um sozusagen die Sicherheit zu gewährleisten, dass jeder auch sein Gas bekommt, von wo nach wo das Gas geroutet wird. Also sprich, wird das Gas von Norwegen nach Frankreich geroutet oder das Gas aus Russland, dann, wie gesagt, da sind viele Entscheidungen zu treffen und auch innerhalb der Kreuzung sozusagen ist zu entscheiden, welche Maschine mache ich an und welche nicht. Und das ist ein ziemlich komplexes Problem, welches wir mit einem ganzzahligen linearen Programm lösen wollen. Und das ist ein sehr abstraktes Mittel, beziehungsweise ein mathematisches Mittel. Und das ist sehr schwer an diesem Beispiel zu erklären. Und deswegen habe ich gedacht, was für andere Hobbys habe ich denn noch, mit denen ich das vielleicht erklären könnte. Und ja. Ja, ich bin Hannover 96-Fan, die Beileidsbekundung nehme ich nach dem Vortrag entgegen. Es ist nicht immer einfach. Ja, Fußball ist immer schon so ein bisschen in meinem Fokus gewesen, also auch in Momenten, wo das vielleicht nicht so der Fall sein sollte. Und dann habe ich gedacht, ja genau, also jetzt muss ich natürlich eine Überleitung finden. Mein Gedankengang war wie Fußball und Gas, wie bringe ich das jetzt irgendwie zusammen? Ja, naja, das passt schon. Ja, ich glaube, das ist sogar noch ein bisschen aktueller. Da bin ich vielleicht ein bisschen über das Ziel hinausgeschossen. Ja. Aber ja, dann dachte ich mir, als ich mich dann beworben habe für den Science Slam, ja, die Fußball-WM, das ist ein super Aufhänger, da hat wahrscheinlich jeder mal zugeguckt und sowas. Jetzt lief die WM, sage ich einfach mal, als Optimierer suboptimal. Und ja, es sah dann ungefähr eher so aus. Ja, das bin ich mit meinem guten Freund bei meinem Junggesellenabschied letztes Jahr, da waren wir in der Slowakei. Ja, die Heimmannschaft hat gewonnen, aber die Gesichter sahen trotzdem so aus. War kein hochklassiges Spiel. Und ja, deswegen konnte ich jetzt nicht mit tollen Bildern aufwerten, wie die deutschen Nationalspieler den WM-Pokal in die Höhe recken. Und dann dachte ich, was mache ich denn dann? Und dann fiel mir ein, jetzt vor 3 Jahren, da habe ich mal einen Vortrag gegeben an einer Grundschule über die 40-Punkte-Regel. Und ich dachte, das ist ungefähr dem Niveau hier entsprechend. Und das kann ich doch einfach mal wiederverwerten. Und, mein Hemd. Die 40-Punkte-Regel, also für alle Menschen, die hinterm Mond leben oder beziehungsweise von Fußball keine Ahnung haben, erkläre ich das ganz kurz. Worum geht es bei der 40-Punkte-Regel? Ja, wir haben eine Liga mit 18 Mannschaften, zum Beispiel die Bundesliga, ja, sowie mit Hin- und Rückspiel. Wir kriegen 3 Punkte für einen Sieg, 1 Punkt bei einem Remis, das heißt unentschieden, und 0 bei einer Niederlage. Und der 16. spielt Relegation, aber hier für mich, Relegation ist Mist, der 16. soll absteigen. Ja, das ist einfach mal meine Meinung dazu. Kein Applaus, schade, ich dachte, jemand unterstützt mich hier, aber gut. Zumindest der 16. soll jetzt absteigen in meinem mathematischen Setting hier. Und die Aussage, die viele sagen, ist, dass Teams, die am Ende der Saison 40 Punkte haben, nicht absteigen können. Jetzt machen wir mal Empirie. Ja, so. Die Punkte des 16. am Saisonende seit Einführung der 3-Punkte-Regel sagen, jo, das scheint zu stimmen. Ne? Also der 16. ist immer abgestiegen und der hat auch nie 40 Punkte gehabt. Das heißt, man könnte denken, ja, 40 Punkte, das muss ja wohl reichen. Ich hatte von meinem Chef den Auftrag bekommen, diesen Vortrag zu machen und habe sogar Zeit bekommen, den Archiven des Kicker zu recherchieren und bin in der Saison 2012-2013 in der 6. Liga, da muss man durch einige Ligen durchgehen, auf eine Liga mit 18 Mannschaften zu finden und wo tatsächlich der 16., wie man hier sieht, mit 45 Punkten abgestiegen ist. Ist auch Empirie, das heißt, wir wissen, diese These ist widerlegt. Und dann überlegt man, wie geht man jetzt weiter vor? Machen wir mal ein Beispiel, das ist immer ganz gut, ja. Ach so, das ist noch ein Bild natürlich, wenn man so abgestiegen ist, ist man nicht gerade glücklich. Genau, aber machen wir mal ein Beispiel. Ein extremes, weiß ich nicht.
Bayern und Leipzig verlieren alle ihre Spiele und spielen gegeneinander unentschieden. Ja? Ja. Manche meinen, es ist extrem, ich finde es eigentlich ganz nett. Und die anderen Mannschaften gewinnen alle ihre Heimspiele, gewinnen bei den Bayern und in Leipzig und verlieren natürlich die Auswärtsspiele. Zack, das ist eine mögliche Tabelle, die ich jetzt nicht so schlecht finde. Und die TSG Hoffenheim wäre in diesem Fall tatsächlich mit 57 Punkten abgestiegen. Ja? Tut mir leid, ja, ich hab das auch, ja. Ich habe nicht geguckt, wo die Forschungskämpfe liegen. So, genau. Auf jeden Fall fragt man sich jetzt, okay, mit 57 Punkten kann man anscheinend absteigen. Reichen jetzt 58 Punkte, also gibt es die 58-Punkte-Regel, mathematisch gesehen. Ja, und was macht man da? Naja, man könnte überlegen, man macht eine Enumeration aller möglichen Saisonverläufe. Ja, also für alle, die sich an ihr Teenager-Alter erinnern, wenn man in seinem Zimmer saß, sich eingeschlossen hatte und die Mama wieder rief, so schließ dich nicht ein, enumerier nicht so viel, das macht blind. Nein, enumerieren heißt einfach zählen. Ja, und das wäre natürlich eine schöne Sache, wenn wir die alle mal aufschreiben könnten. Das Problem ist aber hier, ein Spiel hat drei mögliche Spielausgänge. Jeder Spieltag hat 9 Spiele. Und eine Saison hat 34 Spieltage. Das heißt, am Ende haben wir 10 hoch 146 verschiedene Saisonverläufe. Das ist eine rote Zahl, wa? Und um das mal zu vergleichen, die Anzahl der Tore in der Bundesliga-Geschichte war 10 hoch 4,7, so 50.000 Stück. Ja? Die Anzahl der Atome im Universum ist 10 hoch 78, also sehr, sehr, sehr viel weniger. Allerdings ist sozusagen unsere Anzahl der Möglichkeiten immer noch sehr viel weniger als die Anzahl der Ehefrauen von Lothar Matthäus. Da weiß man gar nicht so genau, wie viele das sind. Also enumerieren ist auch keine gute Idee und ha, jetzt kommt die Optimierung ins Spiel und jetzt kommt auch das, woran ich sozusagen auch arbeite an der Gasnetzoptimierung. Wir stellen diese Frage als ein ganzzahliges lineares Programm, also dasselbe, was wir jetzt hier machen, ein Beispiel der 40-Punkte-Regel bzw. 58-Punkte-Regel, das machen wir auch bei der Gasnetzoptimierung. Jetzt, Achtung, jetzt kommt Mathematik, also alle, die abschalten wollen, jetzt ist der Gelegenheit gekommen. Wir haben zwei Mengen, eine Menge an Teams, die Teams heißen hier mal 1 bis 18, ganz langweilig. Und wir haben eine Menge von Spielen, IJ, das Paar IJ heißt, I hat ein Heimspiel zu Hause gegen J. Jedes Spiel hat drei Spielausgänge, mögliche Spielausgänge, ein Heimsieg, ein Unentschieden und ein Auswärtssieg. Diese modellieren wir mit drei Variablen X, Y, Z und eine Variable ist 1, wenn das passiert ist und 0, wenn das nicht passiert ist. Und jetzt kommen die intelligenten Leute, ja, aber ne, da brauchen wir doch diese Nebenbedingungen hier. Ja. Es gibt nur einen Ausgang, es gibt keinen gleichzeitigen Heimsieg oder Auswärtssieg, das heißt, wir wissen, die Summe dieser Variablen muss immer 1 sein. Als nächstes führen wir eine Variable ein, ja, für jedes Team, PT, ja, die sagt, wie viele Punkte die Mannschaft gesammelt hat und durch eine Nebenbedingung zählen wir, wie viele Punkte das sind. 3 für einen Heimsieg. Dann haben wir hier 1 für einen Unentschieden zu Hause, 1 für einen Unentschieden auswärts und für die Auswärtssiege 3 Punkte nochmal dazu. Was wir jetzt einfach mal sagen, um das Ganze ein bisschen zu vereinfachen, ist, dass Team 1 vor Team 2 liegen muss, Team 2 vor Team 3 und dementsprechend müssen die Punkte von einem Team auch mindestens genauso groß sein. Torverhältnis kann man dann sich ausdenken irgendwie, wie das von dem Team unter einem. Und was wollen wir jetzt beantworten? Naja, wir wollen den Saisonverlauf finden, ja, wo der 16. die maximale Punktzahl bekommt. Ja. Und jetzt haben wir diese Frage, nämlich ob die 58-Punkte-Regel gilt, als ein ganzzeitiges lineares Programm aufgeschrieben. In unserem Forschungscampus haben wir auch das SynLab und da wird auch der hausinterne Solver Skip weiterentwickelt. Und in den können wir sozusagen unser ganzzeitiges lineares Programm einfach mal reinfüttern. Das macht man hier mit Read. Ja? Dann sagt man Optimize und innerhalb von 0,08 Sekunden kann Skip mathematisch beweisen, dass sozusagen die maximale Anzahl Punkte, die der 16. haben kann, 57 Punkte ist. Was gleichzeitig bedeutet, mit 58 Punkten kann man tatsächlich nicht absteigen. Ja? Und wenn wir uns die Lösung nochmal ganz genau angucken, von den Punktzahlen her, das ist das, was wir in unserem Beispiel hatten. Ja? Also das ist tatsächlich möglich hier. Ne? Also die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Und jetzt mag man sagen, ja, das ist natürlich eine ganz schön komische Konstellation hier. Ne? Also sowas ist noch nicht aufgetreten, ist natürlich auch noch nicht aufgetreten. Zumindest nicht in der Bundesliga. Aber schauen wir mal, ich habe wieder bei Kicker recherchiert. In der Champions League Saison Champions League ist im Prinzip eine Liga mit 4 Teams. Und da hat es tatsächlich der SSC Neapel geschafft, mit 12 Punkten nicht in das Achtelfinale einzuziehen. Witzigerweise war ich bei dem letzten Spiel, nämlich Neapel gegen Arsenal, selber im Stadion. Ja? Und nachdem ich die Tabelle gesehen hatte, dachte ich, boah, das ist ja ein mathematisches Phänomen. Ja, die Fans und vor allem die Polizisten von Napoli fanden das nicht so lustig. Das heißt, wir haben ein bisschen Ärger gehabt. Ich sag mal, ein paar Reibereien. Ich habe nichts abbekommen. Aber naja, genau, so. Und für alle, die jetzt nicht so viel verstanden haben oder nicht so viel mitnehmen konnten, nochmal ein paar Fun Facts für den nächsten Fußballabend oder für den nächsten Kneipenbesuch. Ja, wir haben gesehen, mit 58 Punkten kann man die Klasse halten. Zum Beispiel die Champions-League-Qualifikation, da braucht man 91 Punkte, dann kann man die nicht mehr nehmen. Eine interessante Sache, die man auch durch eine Umformulierung finden kann, ist, man kann sogar mit 21 Niederlagen Meister werden. Also für die Fans von Schalke 04 diese Saison ist das ein ganz interessanter Funfact. Es ist noch alles drin, es ist noch alles da. Und
Ja, mein Wunschergebnis habe ich euch schon gezeigt für diese Saison. Das ist die folgende Tabelle, aber ich bin natürlich auch Realist. Ne? 3 Spieltage sind schon gespielt, das heißt, ich habe das mal ein bisschen geupdatet. Und ja, danke für die Aufmerksamkeit. Zur Gasnetzwerkoptimierung gibt es schöne Links. Ihr könnt auch mich nachher einfach ansprechen. Zur Bundesliga gibt es noch einen Link von meinem Kollegen Uwe Gozis bei Open Grid Europe. Der rechnet da auch lustige Sachen aus. Und wer mehr Urlaubsbilder von mir sehen will, kann mir gerne auf Twitter folgen. Und ja, jetzt hoffe ich einfach, dass ich, nachdem ich diesen Pokal einmal anfassen durfte, auch heute den, vielleicht gibt es einen Pokal, man weiß es immer noch nicht, anfassen darf. Vielen Dank. Kai Hoffmann, dein Applaus. Vielen, vielen Dank dir. Und so schnell kann es gehen. Wir kommen schon zur letzten Auswertung. Und hoch mit der Wertung, bitte oben lassen. Und wir fangen an mit 8 Punkten. 8 Punkte, 9 Punkte, 9 Punkte, 10 Punkte, 10 Punkte, 10 Punkte und nochmal 10 Punkte. Nochmal dein Applaus. 495 Punkte. Dein Applaus.